Blankenburg im Punktefieber. Aktion 2017 hat begonnen. Die Blankenburger Stadtwerke wollen auch in diesem Jahr wieder die Aktivitäten der regionalen Vereine finanziell unterstützen. Die Aktion Blankenburg punktet hat sich in den vergangenen Jahren als eine solche Möglichkeit bewährt. Nun, wir sind ja nicht nur der örtliche Strom- und Gasversorger. Wir haben natürlich daher auch eine soziale Verantwortung hier im Stadtgebiet Blankenburg, wobei, wie gesagt, die Dörfer da auch dazugehören. Und wir sind natürlich auch gehalten, oder möchten das auch, die Vereine hier in der Stadt zu unterstützen. Müssen wir nicht drüber reden, die Vereine haben es sehr schwer, was die finanziellen Mittel betrifft. Und eine gute Gelegenheit für uns, das zu tun, ist eben die alljährliche Aktion Blankenburg punktet, die wir ja nun immerhin schon das fünfte Mal durchführen. Wie wurde die Aktion in den vergangenen Jahren angenommen? Nun, wir hatten immer eine sehr gute Resonanz, nicht nur die Beteiligung von den Vereinen, also es waren immer mindestens 15, 16 Vereine dabei, wenn nicht sogar mehr. Auch die Teilnahme der Kunden, die dann abgestimmt haben über die Projekte, war sehr, sehr gut. Und ich finde, diese Projekte waren ja auch immer sehr, sehr interessant. Man konnte daraus auch eine Menge über die Vereine lernen zum Beispiel. 90 Vereine haben seit 2012 ihr Projekte eingereicht und über 4000 Kunden der Stadtwerke stimmten darüber ab. Besonders unterstützt wurden natürlich die Sieger, die sich über einen hohen Zuschuss freuen konnten. Zum Beispiel unsere Kita Bergeshang, die das Außentrampolin aufgestellt hat, oder auch unser Kegelclub, der natürlich seine Bahn modernisiert hat. Das sind nur zwei Projekte, die in der letzten Zeit bei uns eingereicht wurden und natürlich auch erfolgreich an unserem Projekt Blankenburg punktet dann teilgenommen haben. Über wie viel Geld sprechen wir? Der Gewinner bekommt 1.500 Euro und ist dann immer in 200er Schritten praktisch gestaffelt. Auch in diesem Jahr wurden wieder 16 Vereinsprojekte eingereicht, die auf eine finanzielle Zuwendung hoffen. Typisch, unsere Kitas sind immer mit dabei, der Kegelclub ist wieder mit dabei, der Rodelclub ist mit dabei, die Bibliothek ist mit dabei. Es sind natürlich immer die Vereine, die immer was einreichen, die natürlich das Prozedere kennen. Und ich denke mal, darauf können wir auch stolz sein, dass die Vereine hier in Blankenburg immer neues Projekt einreichen und auch neue Projekte sich ausdenken. Jetzt sind wieder alle Blankenburger aufgerufen, für ihren Verein zu punkten und ihm zu einem Preisgeld von bis zu 1.500 Euro zu verhelfen. Wir haben hier unsere Abstimmungskarte, wo halt die Kunden das per Post einreichen können, für ihren Verein jeweils 10 Energiepunkte pro einem Vertrag vergeben können und natürlich auch online unter blankenburg.de. Teilnehmen kann jeder Kunde der Stadtwerke Blankenburg mit einem Vertrag. Wer Strom und Gas natürlich hat, der kann natürlich für zwei Verträge abstimmen und kann pro Vertrag 10 Energiepunkte für ein Projekt oder, wenn er zwei Verträge hat, dann für zwei Projekte abstimmen. Wie ist das mit den Erdgasautofahrern? Erdgasautofahrer können 50 Punkte extra verschenken an ein Projekt, müssen sich aber hier bei uns in der Börnicker Straße 6 bei uns melden und können hier vor Ort dann ihre Punkte abgeben. Vom 1. Dezember bis 31. Januar hatten die Vereine die Möglichkeit, ihr Projekt einzureichen. Wer die Unterlagen noch im alten Jahr abgegeben hatte, bekam schon einmal 100 Punkte gutgeschrieben. Der aktuelle Punktestand ist bis Mitte April auf der Internetseite der Stadtwerke zu sehen. Punkten Sie mit und helfen Sie so Ihrem Verein bei der Realisierung seines Projektes. Und auch Sie können gewinnen. Unter allen Teilnehmern wird, wie auch in den vergangenen Jahren, wieder ein Tablet verlost.